Nein. Ja, nein. Vielleicht, bestimmt. Ich ja. Nicht. Vielleicht. Aber wer nichts probiert, der kriegt es auch nicht heraus. Ich bin Almir, bin 16 Jahre alt und komme aus Kosovo. Ich bin Jasmin, bin 14 Jahre alt und komme aus Algerien. Hi, ich bin Burak, bin 15 Jahre alt und komme aus Niederlande. Ich bin Gina Palm, bin 13 Jahre alt und komme aus Deutschland. Ich bin Michaela Schweizer, bin 53 Jahre alt und komme aus Deutschland. Mein Name ist Jochen Baumgärtner, ich bin 44 Jahre alt, komme aus Deutschland und unterrichte Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde. Ich heiße Annika Eberbeck, komme aus Deutschland und bin 43 Jahre alt. Mein Name ist Christoph Nau. Ich bin 51 Jahre alt, Schulleiter der Friedrich-Kammer-Gemeinschaftsschule in Ehningen und komme aus Deutschland. Neslihan Uzundal ist angehende Lehrerin und Teilnehmerin am Projekt Lehrerinnenzimmer 2.0 der Universität Tübingen. Das Anliegen, die Lehrerzimmer sollen bunter werden. Das, was wir an der Uni lernen, ist sehr stark theoriegeleitet. Und wenn wir dann in diese konkret in die Klassen gehen, sehen wir nochmal, was da wirklich passiert. Und ja, wie aufregend diese Klassen sind. Die sind auch nicht homogen, wie wir es häufig lesen, sondern die Heterogenität ist da ein riesiges Wort. Und zwar, wir haben so viele unterschiedliche Menschen versammelt in einer Klasse. Ich finde, das Projekt zeigt nochmal, möchte ich mich dem stellen und kann ich mich dem stellen? Die Studierenden werben für ihre Fächer und zeigen Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für das Lehramtsstudium auf. Neslihan Uzundal begeistert die Schülerinnen und Schüler für ihren Beruf. Die 24-Jährige mit türkischen Wurzeln ist vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund ein Vorbild. Was mir am meisten in Gedanken geblieben ist, ist ein Schüler, der mir gesagt hat, dass er gerne auf Lehramt studieren würde, aber es nicht kann, weil er einfach nur einen Hauptschulabschluss erreichen will. Das zeigt mir einfach, dass wir als Lehrkräfte den Kindern nicht oft genug vor Augen führen, dass ihnen eigentlich alle Wege offen stehen und dass wir sie ja mit dieser Kategorisierung der Schulen, die uns eigentlich vorgegeben wird, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium, die Wege komplett abschneiden und sagen, okay, es geht in die Richtung und in die Richtung und in die Richtung und du kannst nichts anderes machen. Das ist genau die Situation, die ich selbst als Schülerin erlebt habe. Du bist auf der Hauptschule, das Einzige, was du erreichen kannst, ist vielleicht eine Ausbildung. Und dieses vielleicht steht halt im Vordergrund. Und dass dieser Schüler so offen war und mir das sagen konnte, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Und dass er dann am Ende auch gar nicht wollte, dass die Stunde endet und wir weiter miteinander reden und uns austauschen, das hat mir gezeigt, okay, irgendwie habe ich diesen Schüler erreicht. Jedes Kind hat die Chance, das zu verwirklichen oder das aus sich selbst zu machen, was es möchte.